Hallo Leute, mein Name ist Martin Grown. Heute habe ich anlässlich zu der letzten Raw-Ausgabe in Chicago CM Punk. Ja, ich weiß, schon wieder eine CM Punk-Figur. Aber diese ist besonders cool, denn sie war eine der Ringside Collectibles Exclusive-Figuren, die also relativ schwierig zu bekommen sind, jedenfalls für uns Deutsche, außer wir bestellen beim Ringside Collectibles. Ja, ich habe auch die Verpackung noch aufgehoben für dieses Video und deshalb zeige ich euch das Ganze jetzt nochmal von nah an. So sieht die Verpackung aus, wie gesagt hier vorne mit dem Aufkleber Ringside Collectibles Exclusive. Wir haben hier natürlich einen großen CM Punk, das Ganze ist halt auch aus der Flashback-Serie, da halt die Figur aus der Zeit der ECW ist, beziehungsweise aus der neuen ECW-Zeit, möchte ich es jetzt einfach mal sagen. Hier am Rand natürlich auch alles in Punk-Aufmachung. Das ist bei diesen Exclusive-Figuren, ist das alles immer noch mal so ein bisschen anders designt, um halt auch noch mehr auf den Superstar aufmerksam zu machen. Hier haben wir noch so ein bisschen Kram, was auf der Rückseite steht. Ihr könnt ja jetzt Pause drücken, wenn ihr das lesen wollt. Und ja, das ist im Prinzip, die Verpackung ist nicht großartig anders, ist aber halt rot. So, und das hier ist die Figur. Wir haben hier natürlich sehr lange Haare. Was heißt sehr lang? Schulterlang. So waren sie zu der Zeit in der ECW. Wir haben hier natürlich auch das Piercing in seiner Lippe. Wir haben hier so einen, ja, so einen kleinen Zickenbart, könnte man eigentlich sagen. Und das Ganze ist halt eine wirklich sehr, sehr junge Version von CM Punk, was man auch sehr gut getroffen hat, muss man einfach sagen. Hier auch noch so ein paar Koteletten mit dran und halt oben die langen Haare, das finde ich schon sehr, sehr cool. Und ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich von der Seite, also vom Profil sagt man ja, sehen die Figuren immer extrem nah am Original aus. Wir haben auch hier auf jeder Seite noch zwei Ohrringe. Das ist wirklich sehr detailreich hier gemacht. Wir haben hier auch ein T-Shirt, das hat er auch zu der Zeit an. Hinten steht auch CM Punk drauf. Das T-Shirt ist aber auch so ein Hartplaste-T-Shirt, was ja bei den Mattel-Figuren nicht wirklich so gut ist. Hier mit diesen Verschlüssen, die sind halt echt schlecht. Wenn du die einmal aufhast, so wie ich es jetzt gemacht habe, ich hab die jetzt zum ersten Mal hier nackig gemacht. Und dann kannst du das Teil ja eigentlich wegschmeißen, weil das kriegst du so gut wie nie wieder so exakt zu. Und ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Wir haben hier einen CM Punk natürlich in der Elite-Version, also mit diesem App Crunch hier. Und natürlich steht auch Straight Edge auf seinem Bauch. Wir haben hier auch alles an Tattoos, was er zu diesem Zeitpunkt hatte. Also beide Arme sind schön zugehackt. Natürlich wieder dieses Cobra-Logo und das Pepsi-Logo fehlen natürlich. Und in der Zwischenzeit sind auch ein paar dazugekommen. Zum Beispiel hier vorne auf der Brust. Da kennt ihr ja dieses andere Tattoo, was er noch hat. Also quasi dieses hier. Also das sind die beiden Figuren nochmal nebeneinander. Ja, so sieht man, wie man sich in der Zeit verändert, ja. Also hier die Tattoos, ja, sind im Prinzip auf dem Arm schon mal fast gleich. Auf dem anderen haben sie sich aber weitestgehend so ein bisschen verändert. Jedenfalls vorne ist hier noch was dazugekommen. Das hat diese Figur hier also nicht wirklich. Auch mal schön, das so Seite an Seite zu sehen. Wir haben hier rote Hose, schwarze Sterne, schwarzes Design an der Seite. So zieht sich dieses Design auch komplett, wie wir das von ihm kennen, auch durch die Figur. Wir haben hier auch wunderbare Kickpads, die auch hier noch so ein paar Zacken drin haben. Sehr, sehr cool designt auf jeden Fall. Auf der Rückseite steht Punk noch mit auf der Hose. Und wir bekommen sogar dazu, neben den Armbändern, die ich jetzt hier vergessen habe, also wir haben hier diese ganz typischen Straight Edge mit dem X hier vorne drauf. Und auch auf seinen Knuckles hier haben wir Drug Free stehen, was man sehr gut sehen kann auf den Figuren. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, das ist sehr, sehr detailliert gemacht. Und hier haben wir auch noch bemalte Fingernägel, ja, nur so nebenbei. Und wir bekommen noch ein ECW-Mikrofon mit dazu. Ob man das nur unbedingt braucht oder nicht, ist jedem seine Sache. Ich finde es ganz okay, kann man natürlich auch wegschmeißen. Ja, und dann schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr von dieser CM Punk Figur haltet. Und natürlich auch, wie immer, was ihr generell von CM Punk, von seinem Abgang. Und natürlich auch speziell bezogen auf die Zeit der neuen ECW, wo diese Figur halt auch entstanden ist. Also schreibt mir das einfach mal alles in die Kommentare. Und dann hoffe ich, dass euch das Video und die Figur gefallen hat. Wenn es so ist, gebt mir wie immer einen Daumen nach oben. Hier könnt ihr jetzt noch meinen Kanal abonnieren. Darunter gibt es alle Social Media Links. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.